Zum dritten Mal lud die Kreismusikschule Güstrow Eltern, Großeltern und Interessierte zum Tag der offenen Tür in ihre Räumlichkeiten in der Speicherstraße ein. Der einmal jährlich stattfindende Schnuppertag soll dazu dienen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Instrumente und Räumlichkeiten kennenzulernen. Und wie lernt man ein Instrument am besten kennen? Natürlich, wenn auf diesem gekonnt vorgespielt wird und man es klangvoll hören kann. So wurde auch der Hof der Musikschule zur grünen Bühne für die Trommlergruppe, die taktvoll ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellte. Die Klopfkäfer, wie sich die Gruppe liebevollerweise nennt, zeigt dabei verschiedene Schlagvarianten, mit denen auch unterschiedliche Klangfarben der jeweiligen Trommel erzeugt werden. Ein weiteres kleines Konzert fand im Saal der Musikschule statt. Unter dem Programmnamen Popcorn für alle – Musik von heute wurden überwiegend Popsongs gespielt. Das Interessante dabei? Alle Songs wurden nur auf dem Flügel oder auf Violinen vorgetragen. Ein Highlight war die Variante von Stings Englishman in New York, das vierhändig von Victoria Bartels und Anne-Sophie Saban dargeboten wurde. Das Trio mit dem künstlerisch wertvollen Namen Frisch gestrichen gab, wie nicht anders zu erwarten, auf der Violine einen eindrucksvollen Einblick in das Klangspektrum des klassischen Streichinstrumentes. Auch in den Arbeitsstellen Bützow und Teterow wird dieser Tag der offenen Tür angeboten, um weiterhin Kinder und Eltern für das Musizieren auf Instrumenten zu begeistern. Somit dürfte es auch im kommenden Schuljahr wieder viele Nachwuchsmusiker in die Räume der Speicherstraße ziehen, bevor es vielleicht mal auf die Bühnen der großen Konzerthallen geht.